Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Henrik Tehesen. Ich bin Professor für erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier. Vielen Dank, dass wir wieder eingeladen worden sind als Vertreter der Scientists for Future. Rechts haben wir unser Schild wieder mitgebracht mit der Entwicklung der Temperatur seit Beginn der industriellen Revolution. Wir brauchen mehr rote Farben. Es wird immer wärmer. Ich freue mich, dass so viele unterschiedliche Gruppen hier zusammengekommen sind. Hier vorne Schüler, die Förster, die Parents for Future. Ich finde das super, dass so viele unterschiedliche Gruppen diesen Termin hier wahrnehmen. Und dass sie so, es ist ein bisschen windig. Und dass sie alle so diszipliniert sind mit den Masken. Es gibt andere Demos, wo die Leute das ignorieren. Ich finde das sehr gut, dass sie so diszipliniert sind. Was können wir aus Sicht der Wissenschaftler sagen? Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Thema relativ klar. Wir fahren den Karren voll vor die Wand. Das ist der Weg. Wir haben es gerade gehört. Wir sind auf dem Weg, bis zum Jahrhundertende 4 Grad höhere Temperaturen zu haben als zu Beginn der industriellen Revolution. 4 Grad. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man sich überlegt, was heißt das? Oder was könnten diese 4 Grad bedeuten? Machen sich oder fühlen sich vor Augen die letzte Eiszeit. Sie kennen die Bilder aus Büchern oder aus Filmen. Die ist jetzt 10.000 Jahre her. Da war es 4 Grad kälter. Wenn wir jetzt 4 Grad nochmal draufpacken, heißt das absolute Katastrophe. Wir wissen nicht, was mit den Ökosystemen passiert. Und was das 2-Grad-Ziel angeht, wir haben es schon erreicht. In Deutschland haben wir das letzte Jahrzehnt 2 Grad Temperaturerhöhung im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts. Wir haben keinen Spielraum mehr. Wir sind mitten im Klimawandel. Ich denke, hier vorne, die Försterinnen und Förster erleben es derzeit live, was es heißt, einen Dürresommer nach dem nächsten zu bekommen. Wir sind mitten im Klimawandel und wir müssen etwas tun. Und zwar jeder Einzelne mit seinem kleinen Beitrag, das ist hier auf den Demonstrationen. Das ist aber auch unbequem zu bleiben, die Stimme zu erheben, Gespräche zu suchen mit den Verantwortlichen. Wenn Sie sich ansehen, was unsere Bundesregierung und auch unsere Landesregierung plant, reichen diese Maßnahmen bei weitem nicht. Im Moment wird das neue EEG diskutiert, also das neue Gesetz für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Gesetz, wenn Sie sich den Entwurf ansehen, stellen Sie fest, das reicht vorne und hinten nicht, um unsere Ziele zu erreichen. Wir müssen viel mehr tun, wir müssen viel mutiger sein, damit wir am Ende, wir als Erwachsene, Sie als Kinder und Schüler sich die Frage gefallen lassen müssen später von ihren Kindern und Enkeln, was habt ihr getan, um den Planeten zu retten? Und im Moment ist es leider Gottes noch zu wenig. Ich möchte Ihnen daher auf den Weg geben, bleiben Sie unbequem, erheben Sie Ihre Stimme, machen Sie Ihren Einfluss geltend, so klein er auch sein mag, kontaktieren Sie Ihre Abgeordneten, schreiben Sie Briefe, E-Mails, gehen Sie, sofern Sie es dürfen, im März wählen, wenn wir die Landtagswahlen haben, wenn wir im September nächstes Jahr die Bundestagswahlen haben. Und wählen Sie bitte die richtigen Parteien, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei der Veranstaltung. Das Wetter scheint zu halten, auch wenn es jetzt etwas kälter geworden ist. Aber das ist ja das, was wir eigentlich brauchen im Herbst. Vielen Dank.